So, das Nachbearbeiten in der Synthi-Assets, wenn man sie aus Blender oder wenn man sie aus Unreal exportiert in eine FBX-Datei und dann in Blender importiert. Das sind die Arbeitsschritte, die ich jetzt ausführen werde und zeigen würde, um dann wiederum von Blender in Unreal zu importieren. Ich nehme jetzt die Originaldatei vor. Die ganzen Synthi-Assets wurden einmal automatisch exportiert aus aus der Unreal Engine in ein FBX-Format und dann automatisch in ein Blender-Format konvertiert. Und das ist dann die Datei, die da immer Org heißt und die sollte nach Möglichkeit auch nie verändert werden. Das heißt, die lade ich jetzt erst einmal und die Datei sieht dann ungefähr so aus. Der erste Schritt ist dann, diese Datei einmal zu speichern. Ich mache das jetzt explizit, damit man einfach alle Arbeitsschritte einmal komplett hat. So, welche Arbeitsschritte müssen ausgeführt werden? Als allererstes lösche ich immer das Skelett. Das führt dazu, dass die Skalierung, die auf dem Objekt drauf liegt, weg ist. Ab sofort müssen wir die Skalierung durchführen, die Entfernung der Redundanzen und eventuell eine Quadrifizierung. Ich mache das gerne, weil ich halt lieber mit Quads zu tun habe. Damit man die Arbeitsschritte besser sehen kann, dran denken, das Screencast-Tool zu aktivieren. Bedauerlicherweise schaltet sich das bei jeder Datei neu aus. Also Rotate X 90, ups, Rotate Objekt anwählen. Rotate X 90 Grad. Enter. Scale 0.01. Enter. Pos 1 oder Home. Nächster Schritt, Tab. Alles ist angewählt. Mesh, Cleanup, Merge by Distance. Er entfernte 3900 redundante Vertices. Jetzt habe ich hier so hässliche Sharp Edges. Kann man behalten, muss man nicht. Unter Face gibt es jetzt die Trist2 Quads. Damit habe ich Dreiecke entfernt, soweit das möglich ist, und in Quads umgewandelt. Das ist für die Bearbeitung meiner Erfahrung nach erheblich einfacher als in Dreiecken. Nächster Schritt, den kann man machen, den muss man nicht machen. Nochmal in den Edit-Mode auf Mesh. Und dann auf Normals und auf Reset Vectors. Das führt bei einigen Modellen von Synthi dazu, dass diese extremen Reflexionen sich von dannen begeben. Damit das Objekt nicht aus Versehen im Smooth-Modus ist, sondern halt immer im Flat-Modus ist, schalten wir auf Flat. Das ist aber tatsächlich in diesem Fall unnötig, weil wir diese Sharp Edges haben und ich persönlich mag sie nicht, aber die sind halt dafür verantwortlich, dass diese Linien entsprechend sind, da sind, dieses türkisene. Und wenn ich jetzt auf Smooth schalte, kann man sehen, dann sind kann ich tatsächlich Rundungen erzeugen. Das heißt, dass der Style des Objekts dadurch natürlich extrem verändert wird. Wir wollen aber flat shaded. Üblicherweise reicht das aus. Man muss nicht unbedingt die sharp edges haben. Dann Material. So, im Allgemeinen habe ich ein Material, das ist ein Standardmaterial. Was ich jetzt machen kann, ist einfach eine Textur draufzulegen. Ich lade die Textur, die ich gerne da drauf haben möchte. Ich hoffe, ich habe dann auch den richtigen Ordner. Und wenn ich den richtigen Ordner habe, dann habe ich auch in dieser Ordnerstruktur einen Ordner mit den Texturen. Die PNGs sollte nach Möglichkeit nicht nehmen, sondern die TGAs. Ich hoffe, die PNGs sind, wenn sie das machen, nicht mehr da.
So, jetzt sehe ich immer noch nichts. Jetzt hat er die Datei endlich geladen. Also manchmal braucht man eine Sekunde, da sollte man also drauf achten. Jetzt, nächster Schritt ist das Ganze einmal zu speichern. Wir sind jetzt bei dem Schritt 1. Das ist unsere Ausgangsposition. Jetzt kommt das Riggen. Wir machen ein automatisiertes Riggen mit dem AutoRig Pro Tool. Als erstes an dieser Stelle Add Neck und man kann sehen, wir haben einen tollen Handle und dieser Handle, den sollte man ungefähr so, etwa hier ansetzen, etwa in Höhe, wo ihr Knochen an den Hals übergeht, Kinn. Ja, da diese Dreiecksecke ist ganz nett. Mitte, dann die Mitte am Anfang des Handgelenks. Spine Root ist etwa da, wo der Gürtel sitzt. Und Ankle ist ungefähr auf Höhe des Außenfußgelenks. Wir haben keine fünf Finger, sondern nur drei Finger. Wir können versuchen, mit drei Fingern es zu machen. Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, die fünf Finger beizubehalten, weil der Standard-Manneke auch fünf Finger hat und das Mapping fällt dann einfach besser aus. Was allerdings ich die Erfahrung gemacht habe, der Voxel Type 2 verändert hier die Parametrisierung offensichtlich intern nur. Er sucht also etwas anders wohl nach den Fingern. Führt zu besseren Ergebnissen wie bei Voxel Typ 1. Man kann auch versuchen, mit den Werten rumzuspielen, aber erfahrungsgemäß, also ich habe da noch keine wirklich super Automatisierung finden des Fingers gefunden oder der Finger gefunden. Das heißt, die Finger muss ich immer neu nachbearbeiten. Man kann sehen, die Prozessorlast steigt. Das dauert einen Augenblick. Im Normalfall findet er bei mir alle Objekte, es sei denn, ich habe jetzt irgendwo einen saumäßigen Fehler gemacht. Habe ich scheinbar nicht. Aber mit drei Fingern. Oh, er hat tatsächlich die Finger relativ gut gefunden, kann man hier sehen. Und an dieser Stelle kann man auch sehen, wie die Knochen laut dem Algorithmus am besten liegen sollten. Und wir bearbeiten die jetzt mal nach. Und zwar immer wichtig darauf zu achten, wir sind im Ortho-Modus und wir achten auch darauf, dass wir mit den Tastenkürzeln arbeiten. Wir haben jetzt hier den Zeigefinger. Hier ist ein Schnitt in den Modell und hier ist ein Schnitt in dem Modell. Wenn man das nicht gut sehen kann, kann man es im Wireframe-Modus auf jeden Fall sehen. Das heißt, diese Schnittkante ist für uns die Fingervorlage und wir sollten unser Gelenk kurz drüber halten. Jetzt positionieren wir halt alle Finger einmal. Dieser Knochen, der kommt über dem ersten Knochengelenk. Das ist Mittelfinger, der gehört dahin. Das ist der Ringfinger, der kommt ungefähr hier hin. Man sieht, ich wähle immer die Knochen einzeln aus und mit Grab positioniere ich sie mehr oder weniger zweidimensional. Das ist relativ wichtig, weil man sich sonst hier in der Dreidimensionalität verliert und damit ist dann keine vernünftige Positionierung möglich. Die würde ich sogar einen Ticken höher setzen. Aber jetzt habe ich hier noch einen, der sitzt gut für meine Begriffe. Also ich versuche die eigentlich immer so ein bisschen hier zusammenzufassen, sodass die hier so einen Bogen bilden und hier einen Bogen, hier einen Bogen und hier einen Bogen. So, das war die eine Ebene, jetzt kommt die andere Ebene und hier bewege ich alles immer nur auf der Z-Ebene. Diese Knochen würde ich immer okay, das ist der Pinky. Der liegt in der Ebene am niedrigsten. Und man kann dann auch hier
sehen, die liegen alle hintereinander in einem Bogen und immer nur auf der Z-Achse bewegen, weil man sonst die Orientierung verliert. So. Jetzt kann man das hier so gucken. Jetzt muss man gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben, wo die einzelnen Elemente liegen. Und den würde ich zum Beispiel niedriger setzen. Und immer nur in einer Ebene bewegen. Es muss nicht perfekt sein, wenn man nicht vorhat, mit den Fingern irgendwie viel zu machen. Da ist man sowieso relativ eingeschränkt. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Also kann man auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Je besser man die Knochen verteilt, umso besser wird nachher auch das Skinning. So, das war also jetzt die Hand. Mein Wrist, das sollte in der Mitte liegen. Das sieht hier nicht so toll aus. Und den würde ich auch ungefähr in die Mitte von der Handfläche legen. Also von der Handfläche von hier nach hier. Vielleicht sogar mit einem Hang nach da. Es soll halt die ganze Hand an dieser Stelle umfassen, während die Finger immer nur das entsprechende Stück hier umfasst. Das Handgelenk, das heißt das hier, das alles liegt im Wirkungskreis von diesem Knochen. Jetzt der Ellbogen, die Schulter. Ja, ich mache sie meistens in die Mitte, weil hier soll die Mitte erfasst werden. Ich brauche mich um die linke Seite nicht zu kümmern. Wie man sieht, wird die automatisch mit angepasst. Wichtiger ist jetzt noch das Knie. Das Knie wird üblicherweise viel zu hoch gesetzt und an dieser Stelle bin ich dann schon fertig. Jetzt kann man auch hier eine Stelle sehen, die entsteht dadurch, dass ich auch von Triangle auf Quads geschaltet habe oder konvertiert habe und dadurch werden einige Textur-Mappings nicht korrekt übertragen und die muss man dann eigentlich nochmal manuell bearbeiten. So, jetzt bin ich an dieser Stelle erst einmal durch für alle Elemente. Wieder das Speichern. Jetzt habe ich eine Sache noch zu tun. Ich habe hier den Brustbeinknochen und den muss ich auf 4 setzen. Das ist einfach eine Skelettvorgabe für das Manicure-Skelett von Unreal. Der benötigt halt 4 Spinebones. So, wenn ich das jetzt erledigt habe, exportiere ich mir dieses ArcRefBones-Skript. Theoretisch kann ich jetzt damit, wenn ich neu starte, genau dieses Skelett nochmal herstellen. Nächster Schritt ist jetzt, das zu speichern an dieser Stelle, damit ich immer wieder hier anfangen kann, falls ich hier Mist gebaut habe. Jetzt matche ich das Ganze. Das bedeutet, jetzt guckt er schlicht und ergreifend nur nach, welche Knochen liegen in dieser, oder die Knochen werden ersetzt mit Platzhaltern, mit diesen Handles, die schon mal gucken, welche Meshes liegen eigentlich dahinter. Und wichtig ist an dieser Stelle, dass ich diese Poles achte. Die Poles sind die Hilfselemente für die inverse Kinematik, damit Knie und Ellbogen richtig gesetzt werden. Und jetzt können wir schon sehen, ich habe für die Beine habe ich die Poles. Das heißt, wenn ich einen Fuß anhebe, dann kann ich den bewegen. Ich habe natürlich das Mesh noch nicht drauf. Wichtig ist aber jetzt diesen Invers. Jetzt muss ich das Mesh drauf kriegen. Das Mesh und das Skelett jetzt verheiraten, also das automatische Weight Painting zu machen. Dazu muss ich den Modus des Pose verlassen. Entweder indem ich, kann man hier drauf drücken, weiß ich gar nicht, nee, das ist nur die Pose, den Pose-Mode meine ich, auf Object-Mode oder Steuerung-Tab kann man auch drücken. Jetzt wähle ich das Mesh an, Shift gedrückt halten und das Skelett anwählen, auf Skin gehen, Preserve Volume ausschalten und nur den Split Parts, alle anderen Parameter sind ausgeschaltet und
jetzt noch nicht skalieren, weil wir etwas sehr Wichtiges vergessen haben. Wenn wir unter Item gucken. Nein, ist alles in Ordnung, aber ich möchte es trotzdem einmal machen. Skelett, nicht, sondern das Mesh anwählen. Steuerung A drücken für Apply Rotation and Scale. Und jetzt können wir sehen, ich habe eine Skalierung gehabt. Ich mache das einmal rückgängig. Ich habe hier eine Skalierung drauf. 0,1, 0,1. Das heißt, der ist auf um den Faktor 100 verkleinert. Ich habe eine Rotation hier, die ist aber Messwertgenauigkeit. Das heißt, eigentlich ist da auch 0. Aber ich muss die Skalierung weg haben. Control A. Rotate and Scale applyen. Und dann wird alles ausgenullt, beziehungsweise die Skalierung wird von dem Transformationstag runtergenommen. Ganz wichtig, exorbitant wichtig, bevor wir das Binding machen. Und dafür tun wir dann auch nochmal ein Save machen. Ganz wichtig, nicht vergessen das Skalieren, das führt zu ganz üblen Fehlern. Das Skalieren zu applyen. Also hier muss 1 stehen und hier eine 0. So, jetzt kann ich mich dem Schritt des Bindings widmen. Mesh wählen, Skelett mit Shift anwählen, alle Parameter sind aus, bis auf Split Parts. Und wer da noch andere Parameter oder andere Konfigurationen mal ausprobieren möchte, kann sich da gerne austoben. So, jetzt sind beide verheiratet. Ich habe jetzt die Möglichkeit, wieder in den Pose-Mode zu gehen. Wenn ich den Pose-Mode habe, kann ich mit dem Skelett, mit dem Charakter schon agieren. Jetzt sind Skelett und Mesh verheiratet. Allerdings habe ich hier oben an der Hand noch eine Forward-Kinematik, während ich beim Bein noch schon eine inverse Kinematik habe. Das kann ich natürlich ändern, das muss ich sogar ändern für den Export und auch für das Animieren. Die gewählte Hand. Auf Tools gehen, jetzt hier die IKFK-Switch umschalten. Ab sofort ist das eine IK an diesem Bone und linke Hand, rechte Hand für beide Hände das einmal auswählen. Jetzt wähle ich wieder die rechte Hand, die linke Hand an und schalte noch das Auto Stretch aus. Das Auto Stretch sorgt dafür, dass ich meine Hand oder meine Gelenke bewegen kann, wie so eine Comicfigur. Das will ich aber nicht und darum schalte ich die aus. Und wenn ich jetzt meine Hand wähle und bewege, kann ich sehen, habe ich hier eine inverse Kinematik und kann ihn anfangen zu animieren. Ich sehe auch jetzt die Poles für die Ellbogengelenke. Die sollten nach Möglichkeit direkt hinter dem Ellbogen sein. Die sind halt dafür da, damit man sowohl auch. Also die Poles sind dafür da, man die Gelenke bewegen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Ellbogen rauf und runter bewegen möchte, kann man da vielleicht am besten sehen. Ich wähle also den Pole an und wenn ich jetzt grab, dann kann ich also meinen Ellbogen drehen, also meine Hand in sich oder bei einem Knie kann ich das Knie bewegen. Eine Bewegung, die natürlich nicht möglich ist. Aber für manche Animationsbewegungen braucht man das natürlich. Die hier ist übrigens möglich, wenn auch nur unter bestimmten Bedingungen. So, jetzt noch ein bisschen aufräumen. Ich habe hier ein Element, das brauche ich nicht. Das war nur ein Koordinatensystem. Und ich stehe eigentlich drauf, wenn die Charaktere tatsächlich nicht so heißen. Jetzt muss ich in das Mesh gehen. Das geht nur dann, wenn ich aus dem Pose-Mode rausgehe, ins Leere klicke und dann das Mesh anwähle. Und jetzt korrigiere ich meine Namensgebung. Das ist super. Und jetzt speichere ich das Ganze als Nummer 4. Und eigentlich bin ich jetzt auch fertig für den Export und die Figur ist damit auch korrekt fertig und darum speichere ich das jetzt auch ohne Index ab.
Das heißt, alle, die jetzt diese Datei oder diese Figur benutzen wollen, die benutzen natürlich immer die ohne Indizierung. Also die 01 ist ja nur die Indizierung, welche Variante dieser Figur das ist. Die anderen sind die Arbeitsschritte. Jetzt möchte ich die Figur gerne exportieren. Dazu gehe ich auf Export, Export FBX. Ich wähle den Namen. Ganz wichtig ist jetzt hier, die richtigen Werte zu wählen. Wir wollen nicht für Unity, wir haben kein Universalskelett, wir haben ein humanoides Skelett. Bei Miscellaneous sollte man auf Edge, ansonsten hat man eine, ja, wie soll ich sagen, eine schön gerundete Figur, weil dann nämlich die Sharp Edges nicht mitgemacht werden. Bei Unreal Options alle anwählen und exportieren. Und damit haben wir dann den Schritt beendet.